Das Betreuungsgeld wurde im Herbst 2009 vereinbart und soll bis 2013 umgesetzt werden. Dabei sollen Eltern unterstützt werden, die ihre kleinen Kinder zu Hause betreuen, statt sie in eine Kita oder Krippe zu geben. Wie gut sind Sie über die Einführung des geplanten Kindergeldes und des geplanten Betreuungsgeldes informiert? Ich bin gut darüber informiert. Es kommt ja überall in den Medien. Und man hört halt, dass sie es einführen wollen für Eltern, die ihre Kinder in die Betreuung geben. Wie haben Sie Diskussionen in den Medien aufgefasst, die darüber herrscht? Ich habe eigentlich darüber keine richtige Meinung dazu, weil ich nicht darauf angewiesen bin, auf dieses Geld. Wir beide berufstätig sind und die Kinder eine Betreuung haben. Also es wäre für Sie quasi keine Alternative, die in Frage käme? Für uns nicht. Wie gut sind Sie über die Einführung des neuen Betreuungsgeldes informiert? Informiert bin ich in dem Fall sehr wenig, weil ich das selber gar nicht mitbekommen habe, weil ich ja jetzt auch mein Kind in die Kindergrippe gegeben habe. Aber ich finde es gut, wenn es es gibt, weil somit ermöglicht sich anderen Frauen einfach länger für ihren Kindern zu Hause zu bleiben. Und weshalb halten Sie es nicht für sinnvoll? Gibt es da Gründe, die Ihnen jetzt spontan einfallen? Weil ich es wichtig finde, dass die Kinder in den Kindergarten kommen und in der Krippe finde ich es optimal. Sie profitiert da total davon. Und darum ist es für mich keine Alternative. Finden Sie es grundsätzlich gut, dass es die Möglichkeit gibt, also dass sich die Leute eben entscheiden können? Ich finde es gut, dass jeder selbst entscheiden kann, was er machen kann mit dem Geld. Ob er sein Kind zu Hause lässt oder in die Betreuung gibt. Halten Sie die Einführung für gut? 150 Euro ist auf jeden Fall eine kleine Gratifikation, aber jemand, der arbeiten muss oder will, wird wegen 150 Euro mit Sicherheit nicht zu Hause bleiben. Ich finde es schön, dass man was kriegt, wenn man zu Hause bleibt und die Kinder betreut, aber es steht in keiner Relation zu einem Nebenverdienst oder zum Verdienst, wenn man halt Vollzeit arbeiten muss. Die Meinungen bei den Betroffenen liegen, wie man hört, weit auseinander.